Vorstadtkrokodile. Das Originalhörspiel zum Kinofilm. Das Dach der alten Fabrik ist hoch. Verdammt hoch. Einige der Ziegel fehlen, auf den anderen wächst Moos. Mitten auf dem Dach liegt ein Krokodil. Es ist kein echtes Krokodil, es ist ein Anhänger. Man kann ihn sich mit einer dünnen Metallkette um den Hals hängen. Aber was macht dieser Anhänger hier oben? Anscheinend ist jemand unterwegs, um den Anhänger herunterzuholen. Über die Feuerleiter, die nach oben führt, klettert jemand herauf. Dieser jemand ist Hannes. Was ist, Hannes? Hast du Schiss? Der ist mutig, der schafft das. Der? Bestimmt nicht. Ey, jeder von uns war oben. Sogar Peter, und der ist voll der Schisser. Bin ich nicht? Aber was machen wir, wenn er runterfällt? Ausweichen. Ey, wir haben den Anhänger ganz oben aufs Dach gelegt. Nur wenn du dich traust, den zu holen, bist du dabei. Frank, Elvis, Olli, Peter und Jorgo sind die Vorstadtkrokodile. Eine Kinderbande. Olli ist ihr Anführer. Frank ist ein bisschen dicklich. Er trägt ein T-Shirt ohne Ärmel. Jorgo stammt aus Griechenland und hat glänzende schwarze Haare. Wenn er etwas sagt, dann normalerweise, um damit einen Lacher zu kriegen. Peter stottert. Er ist der eher ängstliche Typ. Eben zieht er sich einen Fahrradhelm auf, um sich beim Zuschauen nicht zu verletzen. Und Elvis hat immer einen dicken Kopfhörer auf. Seine Welt ist die Musik. Alle tragen einen Krokodilanhänger um den Hals. Genauso einen wie der, der oben auf dem Dach liegt. Hannes hat schon 2 Stockwerke auf der rostigen alten Leiter geschafft. Aber es ist noch ein ganzes Stück bis zur Dachkante. Die Leiter ist nicht mehr richtig stabil. Sie wackelt. Hannes dreht sich ein Stück und schaut nach unten. Er schluckt. Er ist schon sehr hoch. Dann klettert er weiter, Stufe für Stufe. Die anderen, unten, beobachten ihn gespannt. Ja, komm weiter, Hannes! Ein Mädchen kommt auf einem Rennrad angefahren. Als sie an dem Zaun ankommt, der das Gelände umgibt, lässt sie das Rad fallen, klettert über den Zaun und rennt auf die Jungsgruppe zu. Es ist Maria. Sie trägt ein gestreiftes Top und eine abgeschnittene Jeans. Darauf aufgenäht ist ebenfalls ein Krokodil. In dem Moment, als sie bei den Jungs angelangt ist, löst sich oben eine rostige Stufe. Hannes fällt. Nein, er kann sich noch festhalten. Hannes hat Schweiß auf der Stirn. Er schaut hinunter. Weit unter seinen Füßen ist der Erdboden. Dort stehen die anderen Jungs und Maria. Hannes, komm sofort da runter! Ja, Hannes, Schatz, komm runter, du bist doch noch so klein. Maria baut sich vor Olli auf. Sie ist stinksauer. Die Mobgruppe ist aber bescheuert, Olli. Wer hast du Bescheid wie du? Ey, Zussi, pass auf, wie du mit unserem Chef redest. Ey, wer ein Krokodil sehr will, muss rauf, so ist es nun mal. Ich musste nicht hoch. Bist halt Ollis Schwester. Hol ihn sofort zurück und ich sag Papa, dass du halt nicht Internet surfst. Dann sag ich Mama, dass du wieder ihren Lippenstift benutzt hast. Und ich helf dir nie wieder bei den Hausaufgaben. Dann kriegst du halt keine Gummibärchen mehr von mir. Mann, bin ich froh, dass ich keine Schwester habe. Halt die Klappe, Frank! Also ich find's gut, dass wir ein Mädchen dabei haben, so immer Zifferdingstermäßig halt. Ich bin oben! Tatsächlich, Hannes hat es geschafft. Trotz der kaputten Leiter hat er sich auf das löchrige Dach geschwungen. Ein bisschen zaghaft winkt er hinunter. Olli wendet sich an Maria. Sie ist total ungefährlich. Plötzlich löst sich unter Hannes Füßen ein Ziegelstein und schlittert die Dachschräge entlang. Dann fällt er über die Kante und knallt den Krokodilen unten vor die Füße. Hey Spacko, pass mal ein bisschen auf, das ist saugefährlich für uns hier unten. Entschuldigung. Unten zieht sich Peter den Helm fester. Oben tastet sich Hannes auf dem Dach weiter. Mehrmals rutscht er fast aus. Ganz oben auf dem Dachfirst liegt der Krokodilanhänger. Hannes streckt die Hand aus. Vorsichtig. Hab ihn! Er ist am Dach, er ist am Ziel. Jetzt ist er ein Krokodil! Glücklich sitzt Hannes auf dem Dach. Er hat die Aufnahmeprüfung bestanden. Jetzt ist er Mitglied der Krokodilbande. Er sitzt in der Sonne, ein leichter Wind weht. Plötzlich zerknackt unter seinem Fuß ein Dachziegel. Hannes kommt ins Rutschen. Der Anhänger flitscht ihm aus der Hand. Als er sich wieder fängt, sieht Hannes den Anhänger ganz unten, kurz vor der Regenrinne.
auf einem Dachziegel liegen. Es hilft nichts. Er muss dahin. Sachte bewegt er sich runter. Fast hat er es geschafft. Er ist direkt davor. Da geben die Dachziegel unter ihm alle nach. Er schlittert auf die Kante zu, mit den Füßen voraus. Schon hängen seine Beine in der Luft. Jetzt der ganze Körper. In allerletzter Sekunde schafft er es, sich an der Regenrinne festzuhalten. Dort bleibt er hängen. Mit der Kraft der Verzweiflung krallt er sich an die Blechrinne. Doch was jetzt? Seine Füße baumeln haushoch über der Erde. Nicht gut. Hilfe! Maria ruft die Feuerwehr. Hilfe! Ich habe keinen Empfang, ich fahre zur Siedlung. Hilf mir doch! Was die Krokodile nicht ahnen, jemand hat sie schon seit einer ganzen Weile beobachtet. Es ist Kai. Er sitzt in seinem Zimmer am Fenster. Das Haus steht einige hundert Meter weg von der alten Fabrik. Aber Kai hat ein starkes Fernrohr. Ein richtiges Teleskop, mit dem man nachts auch Sterne beobachten kann. Und Kai hat ein Telefon. Notruf Dortmund, hallo? Ist da die Feuerwehr? Worum geht's? Ja, da hängt einer am Dach an der alten Ziegelei. Hannes hält sich noch immer an der Dachrinne fest. Hilfe! Er versucht, sich hochzuziehen. Es ist schwer, aber er schafft es, ein Bein auf die Dachrinne zu legen. Und er erstarrt. Die Befestigung der Dachrinne bröckelt ein Stück aus der Mauer. Der Krokodilanhänger mit seiner Kette liegt zum Greifen nah. Hannes angelt ihn sich. Dann gibt die Dachrinne plötzlich ganz nach. Und Hannes fällt. Hilfe! Doch wieder schafft es Hannes, sich zu halten. Diesmal an einem Stück Metall, das aus der Wand ragt. Die Kette des Krokodilanhängers ist daran hängen geblieben. Und Hannes hält sich daran fest. Er hängt in einer tödlichen Höhe. Und er hat keine Chance, es wieder nach oben zu schaffen. Hilfe! Der kommt runter. Die Krokodile bringen sich hinter einem Mäuerchen in Sicherheit. Maria hat sich auf ihr Fahrrad gesetzt und ist in Richtung der nächsten Häuser gefahren. Vielleicht hat sie dort besseren Handyempfang. Sie tritt in die Pedale so schnell sie kann. Da kommen ihr schon die Feuerwehrautos entgegen. Maria ist verwirrt. Sie weiß ja nichts von Kais Anruf. Sie wendet und brettert mit ihrem Fahrrad zurück zur alten Ziegelei, den Feuerwehrautos hinterher. Dort hängt Hannes. Letzter Kraft an der Kette. Hilfe! Mitten in all dem Tumult klingelt Jorgos Handy. Mama, du, ich kann grad nicht. Ja, ich ruf dich zurück. Was denn, Frank? Die Feuerwehr braust auf den Hof. Ein Feuerwehrmann fährt die Leiter aus. Andere blasen das Sprungkissen auf. Hannes kann sich nicht mehr länger halten. Er ist am Ende seiner Kräfte. Da reißt die Kette. Er fällt. Aber die Feuerwehrmänner haben es gerade noch rechtzeitig geschafft, das Sprungkissen aufzublasen und an die richtige Stelle zu schieben. Hannes fällt weich. Komm rüber, Junge! Wäre die Feuerwehr auch nur eine Sekunde später an der alten Ziegelei angekommen, wäre eine Katastrophe passiert. Maria und die Jungs stürmen zu Hannes. Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Aber wollt ihr jetzt oder was? Der Feuerwehrhauptmann kommt zu den Kindern. Hey, Geheimportionen! Wer hat euch denn ins Gehirn geschissen? Wer seid ihr überhaupt? Wir sind die Krokodile. Die Vorstadtkrokodile!